Am Dienstagnachmittag kam es im Wadersloh Geist zu einem Brand auf einem Betriebsgelände. Gegen 15.05 Uhr wurden die Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand auf einem Firmengelände an der Geiststraße in Wadersloh gerufen. Es wird angenommen, dass ein technischer Defekt an einem Lüfterrad zu dem Brand einer Entfilterungsanlage führte. Das Feuer wurde durch die Löschzüge Wadersloh, Diestedde und Wiesborn der Freiwilligen Feuerwehr Wadersloh gelöscht. Die Feuerwehr Aalen unterstützte die Brandbekämpfung mit der Cobra-Löschtechnik. Ebenfalls vor Ort waren das Ordnungsamt der Gemeinde Wadersloh und ein Rettungswagen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Nach vorläufigen Schätzungen wird sie auf etwa 150.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die L852 für den Fahrzeugverkehr bis etwa 18.30 Uhr gesperrt werden.